So, für alle, die nachher die Aufzeichnung schauen, ich habe jetzt schon mal den Raum geöffnet, sodass alle Leute langsam eintrudeln können und der Workshop geht dann in 5 Minuten los, also um Punkt um 8. Bis dahin kannst du dann vorspulen, dann geht das Inhaltliche los. Also für die, die Aufzeichnung gucken, wird jetzt erstmal ein bisschen Stille kommen und dann geht es gleich los, wenn alle da sind. Bis gleich. So, guten Abend, guten Abend. Ich sehe schon, ihr seid mega aktiv im Chat. Und ja, ich bin Tierarzt und wir fangen trotzdem pünktlich heute an. Die Lea ist auch schon da. Hallo Lea, schön, dass du hier bist heute Abend. Ja, hallo, ich freue mich auch natürlich sehr, dass ihr so zahlreich gekommen Ja, seid. ich bin auch. Ihr seid echt der Wahnsinn. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir doch jetzt etwas aufgeregt sind, dass so viele Leute heute dabei sein wollen. Und wir haben natürlich ganz viel für euch vorbereitet. Ich würde sagen, bevor wir starten, machen wir noch mal den ganz kurzen Technik-Check. Könnt ihr uns zwei hübschen Damen sehen, hören und die Folien auch sehen? Gebt uns mal eben einen Daumen in den Chat rein, ob das der Fall ist, damit wir alle abholen und dann geht es auch rüber in den inhaltlichen Teil, wenn wir sehen, dass, ja, Jessica schreibt einen Daumen, yo, yep, ja. Okay, so schnell kann ich gar nicht lesen. Das ist schon mal dreimal ja von Corinna, Katja, Michaela, Petra, Tiffany sagt Daumen, sehr gut. Okay, wir glauben es euch zu sehen und zu hören. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Rückmeldung.
Wir machen das jetzt heute Abend so. Es geht um das Training und die Unterstützung für lungenkranke Pferde. Ich starte mit dem Trainingsteil, wo wir mal reinschauen, wie kann man Lungensport für Pferde gestalten. Und dann wird die Lea im zweiten Teil euch etwas zur Unterstützung sagen, wie man dann vor dem Training oder auch nach dem Training das Pferd da auch noch zusätzlich zu den Bewegungseinheiten besser unterstützen kann im täglichen Leben. Von daher, ihr könnt gerne in den Chat schreiben. Wir versuchen, diese Fragen dann am Ende zu beantworten oder wenn ich es auch im Laufe sehe, dann kann ich es auch mal spontan beantworten. Wie gesagt, wir werden vielleicht nicht alle Fragen heute schaffen, aber wir werden uns bemühen und haben im Hintergrund auch Hilfe. Dann wird der Chat auf jeden Fall durchsucht und wir werden dann die Fragen auch noch am Ende auf jeden Fall Zeit haben, darauf einzugehen. Von daher, wir zeichnen, diese Frage bitte auch, das habe ich auch verfolgt die letzte Woche. Wir zeichnen das Ganze auf und ihr bekommt, wenn ihr sowieso dabei seid, automatisch eine E-Mail zugeschickt, ganz am Ende, also so nach 1-2 Stunden vom Webinar. Und da ist die Aufzeichnung drin. Und ich denke, wir werden die auch einfach in der nächsten Woche hochladen, damit, wenn diese Frage des Weiteren so häufig auftritt, wir die mit dem Link beantworten können. Von daher, ja, es gibt eine Aufzeichnung und das ist kein Problem. Wenn man quasi nichts hört, ich weiß nicht, das kann vielleicht noch mal jemand einen in den Chat reinschreiben für mich, dann soll einmal der Internetbrowser gewechselt werden. Das hat das letzte Mal geholfen, dann ist der Ton dann da oder noch mal raus und wieder reingehen. Ne? Alles klar. Also ich würde sagen, wir starten den inhaltlichen Teil. Ihr seht ja die Folien und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Training an. Und wir wollen einmal erst drüber sprechen. Ich glaube, das ist klar geworden. Atemwegsproblematiken sind ein Riesenproblem in unserem Breitengraden. Das sieht man, denke ich, auch an den Anmeldezahlen und dem regen Interesse an diesem Thema. Und es ist leider immer noch der zweithäufigste Grund, warum die Pferde in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind. Das kann natürlich so weit gehen, dass das Pferd gar nicht mehr nutzbar in dem Sinne ist, sprich auch nicht mehr geritten werden kann, schlecht bewegt werden kann. Und ich glaube, es ist klar, wenn das Bewegungstier, das Lauftierpferd, sich nicht mehr gut vorwärts bewegen kann und Atemnot bekommt, dann ist das Wohlbefinden und auch die Gesundheit und die Lebensqualität stark eingeschränkt. Also es geht gar nicht mal nur um die Nutzbarkeit als Reitpferd, sondern auch einfach ums Wohlbefinden und um die Lebensqualität der Pferde. Es gibt sehr viele Begriffe dafür am Ende, chronischer Husten, COBD, COB, RAO habt ihr bestimmt, also RAO gehört, IAD. Da ist sehr viel Durcheinander in diesem Konstrukt an Begrifflichkeiten für das equine Asthma. Equines Asthma ist der internationale Begriff, den wir jetzt auch heute Abend verwenden wollen. Von daher einfach die Frage, wenn dein Pferd schon mal gehustet hat oder Nasenausfluss oder aber auch, wenn du merkst, es ist vielleicht noch gar kein richtiger Husten da, trotzdem ist das Pferd schneller aus der Puste, als es eigentlich sein sollte. Ja, das wären alles so Hinweise, Warnhinweise darauf, dass die Lunge das Atemwegsproblem hat und dass wir hier auf jeden Fall eingreifen müssen. Dann geht es natürlich in den chronischen Bereich irgendwann, wo wir viel größere Probleme haben, wo wir teilweise auch die Lunge so stark geschädigt haben, dass wir auch nicht mehr was reparieren können. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. Sollte dein Pferd jetzt aber schon hochgradig Probleme haben, auch für diese Pferde ist Bewegung ein Riesenbaustein in der Therapie, weil das Training einfach die Lebensqualität, die Luftzufuhr, auch die roten Blutkörperchen, damit mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann, sich verbessert. Also Training essentiell für lungenkranke Pferde, egal in welchem Stadium sich dein Pferd jetzt gerade befindet. Ganz kurz nur vorneweg, ich will da nicht so tief drauf eingehen heute. Ich denke, die meisten sind gut informiert, die heute hier sind. Wir wollen viel mehr aufs Training schauen. Aber einmal als Hintergrundinformation, warum ist das denn jetzt hier so wichtig? Das Problem ist, unser
was heißt Problem, aber der Fakt ist, unser Pferd ist ein absoluter Frischluftfanatiker, sollte 16, 18 Stunden mit Kopf unten im langsamen Schritt durch die frische Luft marschieren und zwischendurch einen flotten Galopp hinlegen. Und das so über 20, 30 Kilometer. Egal in welcher Haltung dein Pferd lebt, das wird es nicht schaffen, behaupte ich jetzt einfach mal ketzerisch. Und dann haben wir sehr, sehr viele Umweltfaktoren, die die Lunge angreifen oder schwächen. Ja, ich habe jetzt hier mal nur ein paar angeschrieben, aber ich denke, das Portfolio ist immens, was die Lunge belastet. Und das, was passiert dann am Ende, warum dein Pferd schlecht Luft bekommt, ist einmal, dass die Schleimhaut anschwillt, dann haben wir Schleimproduktion und die Bronchien werden auch immer enger, also der Luftweg wird von außen auch immer enger. Wenn ich viel huste, bildet sich natürlich die Muskulatur um die Bronchien mehr, weil wenn ich Muskulatur benutze, wird sie mehr, wird alles noch enger. Das heißt, es ist weniger Luft, die in die Lunge reinkommen kann. Es ist schwerer, die Luft auch wieder rauszudrücken. Der Luftaustausch ist eingeschränkt, was am Ende bedeutet, weniger Sauerstoff im Blut, weniger Sauerstoff in den Muskeln und dadurch kann dein Pferd nicht die Leistung bringen, nicht die Bewegung durchführen, die es eigentlich möchte, ohne in Atemnot zu bekommen. Und diese Atemnot stellt einfach Stress fürs Pferd dar. Das große Thema im Training der Lunge ist, dass die Lunge, die Lebensqualität zwar verbessert werden kann, ich aber durch das Training die Lungenkapazität nicht verbessern kann. Ja, wenn ich Muskel trainiere, wird Muskel mehr. Das ist relativ einfach. Herz-Kreislauf, wenn ich den trainiere, wird es viel besser, ja, von der Kondition her. Die Lunge ist der limitierende Faktor im Körperpferd, wenn wir über Training und Bewegung sprechen. Ja, das heißt, es ist nicht so, der Muskel ist kaputt gegangen, ich trainiere wieder und es ist wieder so wie vorher. Das heißt, wenn ich irgendwann mal eine irreparable, geschädigte Lunge habe, dann ist das immer der limitierende Faktor im Training, in der Bewegung fürs Pferd, in der Lebensqualität. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass ihr das Training anpasst, die Haltungsbedingungen anpasst und auf die Lunge ganz, ganz besonders Acht gebt. Ja, das heißt, wir schauen hier rein und das, was ich erstmal als allerersten Punkt mitgeben möchte, ist, dass wir ein Frühwarnsystem haben. Wenn du ein lungenkrankes Pferd hast, dann weißt du vielleicht, wie oft ein Pferd in der Minute atmet, ungefähr 8 bis 16 Mal pro Minute. Ja, und wenn du das noch nie gemacht hast, dann stellst du dich morgen sofort in den Stall und zählst einmal eine Minute die Atemfrequenz aus. Das kann am Anfang ein bisschen tricky sein, aber Übung macht den Meister und dann ist das sehr schnell passiert und du kannst das, während du putzt, einfach durchführen. Kurzer Zwischentipp sozusagen, Isländer haben eine höhere Ruhefrequenz. Die liegen so bei 16 bis 20, also da musst du die Werte nochmal anpassen. Und wenn die über 20 sind, also dann ist das immer verschoben, weil Isländer grundsätzlich eine höhere Atemfrequenz haben als Rassenmerkmal im Vergleich zu den anderen Pferden. Ne? Nur so als Nebenhinweis. Das Erste, was dein Pferd zeigt, wenn es Stress in den Atemwegen hat, ist, dass die Atemfrequenz sich anhebt. Da hustet es noch nicht, da hat es noch keinen Nasenausfluss, da sind die Lymphknoten noch nicht dick. Ja, also da hat das Pferd sonst noch keine Anzeichen, aber die Atemfrequenz ist minimal erhöht. Wenn du darauf sensibilisiert bist, dann kannst du das feststellen und dein Training sofort anpassen, so dass die Lunge nicht überbelastet wird, ja. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass es nicht noch schlimmer wird oder du etwas abfängst, wie zum Beispiel eine Infektionserkrankung, ja. Also da einfach regelmäßig die Atemfrequenz auszählen und wenn die Alarmglocke angeht und wir sind im Orangenbereich, dann musst du schon Vorkehrungen nehmen, ja. Also sei es inhalieren, Training reduzieren, einen Gesundheitscheck, einen großen machen und zu schauen, ob noch was anderes im Busch ist, wie Fieber messen zum Beispiel. Also wenn diese orange Lampe leuchtet,
dann ist Handlungsbedarf da. Wenn wir dann aber schon im roten Bereich sind, dann habe ich Husten, dann habe ich Nasenausfluss, Fieber vielleicht sogar, geblähte Nüstern, eine Bauchatmung. Ja? Bauchatmung ist beim Pferd immer pathologisch. Wir hatten ja gesagt, die Atemwege werden immer enger. Deswegen kann die Luft schlechter raus. Und das, was das Pferd mit der Bauchatmung macht, ist die Luft aus der Lunge pressen. Das braucht das Pferd sonst nicht machen. Ja, und dieses Rauspressen, wenn ich 24 Stunden meine Muskulatur immer wieder anspannen muss, um Luft loszuwerden, ich glaube, das ist klar, das würdest du 24 Stunden Sit-Ups machen, das ist sehr, sehr anstrengend. Und das, was man dann auch sieht, ist diese Dampfrinne, das ist quasi das Sixpack, sage ich es jetzt mal übersetzt, die Muskelkante, die dann sichtbar wird. Also versuch hier auf jeden Fall mal als Start heute mitzunehmen, zähle regelmäßig deine Atemfrequenz aus. Nimm einen messbaren Wert, an dem du dich orientieren kannst und nicht, oh, heute atmet der aber wieder schwerer, vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Es ist möglich, messbare Werte hier zu nutzen. Ja, kommen wir zum Training jetzt. Wir hatten schon gesagt, die Lunge ist der limitierende Faktor hier. Und Bewegungsmangel macht krank. Ich glaube, jeder, der mir schon länger folgt, weiß, dass das ein großes Herzensthema von mir ist. Und wir wollen heute nur auf die Atemwege eingehen. Die Selbstreinigung ist stark reduziert. Und ich habe dir hier mal Zahlen mitgebracht, damit du wieder wirklich objektive Zahlen an der Hand hast, woran du dann mal festmachen kannst, wie das mit der Belüftung aussieht. Weil ich werde so oft gefragt, ich führe mein Pferd nur Schritt. Wie viel belüfte ich denn dann die Lunge? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ist das ausreichend oder muss ich auch traben? Und da kannst du hier mal in die Zahlen reingucken. Und ich glaube, es wird relativ schnell klar. Ne? Also wenn wir jetzt in der Stehzeit nur 5 Liter pro Atemzug einmal bewegen und im Galopp dazu 9 und dann nochmal die Atemfrequenz dazu nehmen, dann sehen wir, dass die Unterschiede in Lungenvolumen, was bewegt wird, wie wir die Lunge belüften, immens sind. Ja, das heißt, wenn ein Pferd Boxenruhe halten muss aufgrund von einer Krankheit, haben wir sehr, sehr wenig Belüftung in der Lunge. Und beim Schritt wird es zwar schon ein bisschen mehr, aber du siehst, auch da sind die Zahlen noch gering. Von daher wäre immer das Ziel, das Pferd in der höchsten Gangart belasten zu können, die in dem Erkrankungszustand in diesem Moment gerade möglich ist. Ja, wenn wir die Pferde zu wenig bewegen, lagert sich halt alles ab, was den Kreislauf immer schlimmer werden lässt. Ja, also die Zahlen, wie gesagt, du kannst dir auch gern die Folien screenshotten, obwohl, warte mal, ich habe sogar, das kann ich mit euch eben teilen, die Folien, damit ihr die für euch habt, im Nachgang könnt ihr das auf jeden Fall nutzen. Ja, also was ist jetzt das große Problem? Wenn wir zu wenig machen, wird der Kreislauf schlechter, aber es geht manchmal auch nicht mehr. Und das hängt natürlich mit dem Problem zusammen, dass die körperliche Belastbarkeit durch die verminderte Sauerstoff immer abhängig, genau in dem individuellen Range, wo dein Pferd gerade sich befindet, der Befunde, eingeschränkt ist. Es gibt ja Tage, an denen ist dein Pferd vielleicht super gut drauf und hat keine Atemwegsprobleme. Und an anderen Tagen hat es schlimmstenfalls einen Status Asthmaticus, also einen Atemnotanfall. Und genau alles, was dazwischen noch rangiert. Und du möchtest jetzt dein Training jeden Tag darauf anpassen, damit du genug machst, um deinem Pferd hier die Belüftung der Lunge zu gewährleisten. Ja, und Lungensport für dein Pferd ist essentiell für seine Lebensqualität, für alle Organe, für alle Stoffwechselvorgänge, für die Hufe, für den Bewegungsapparat, für die Lunge selber, fürs Mentale. Also Sport hier, Lungensport, ist wirklich Training in dem Sinne super wichtig für dein Pferd. Und dann stehen wir natürlich draußen vor dem Problem, zu viel schädigt definitiv die Lunge und dann kann sie natürlich irreversibel geschädigt sein. Plus dein Pferd hat extrem Stress und auch Schmerzen, wenn es Atemnot natürlich hat. Mache ich zu wenig, verstaubt die Lunge und ich mache auch alles viel schlimmer. Das heißt, ich brauche hier eine angepasste Bewegung.
Und ich habe jetzt mal zwei Extreme mitgebracht als erstes. Du hast ein lungenkrankes Pferd mit Symptomen. Dann ist deine Ruhefrequenz über 30 Atemzügen pro Minute. Dann ist dein Pferd nicht trainierbar. Ja, dann habe ich dir heute Übungen mitgebracht, die du im Stehen durchführst. Und das, was du machen kannst, ist Schritt führen, bis die Atemfrequenz höher geht, sagen wir 35, hältst du wieder an, wartest, bis die Frequenz wieder runtergegangen ist, führst dann wieder die 3 Meter. Ja, das sind ganz kleine Schritte, aber wenn dein Pferd eine so hohe Atemfrequenz hat, ist es an diesem Tag nicht trainierbar und auch behandlungswürdig. Ja, dann muss das Pferd auch zusätzlich noch behandelt werden. Wie? Da will ich heute überhaupt nicht drauf eingehen. Da könnten wir noch mal 3 Stunden drüber sprechen. Aber zum Training nimmst du mit, wenn es über 30 Atemfrequenz sind pro Minute, dann muss dein Pferd pausieren und du machst Übungen im Stehen oder diese Schrittintervalle. Wenn dein Pferd völlig symptomfrei ist, auch das haben wir ja, wenn gute Tage da sind und die Werte bleiben in Ordnung, dann empfiehlt sich Galopptraining, weil du hast gesehen, dabei wird die Lunge deutlich mehr belüftet und wir kriegen hier wirklich Sauerstoff in den Körper, damit Lebensfreude und natürlich wird die Lunge auch so belüftet, dass wir eine Selbstreinigung unterstützen. Das Ziel wäre hier am Anfang eine Belastungsintensität von 60 bis 70% der maximalen Herzfrequenz zu haben. Wenn das jetzt in deinen Ohren total kompliziert klingt und du gar nichts mit diesen Werten anfangen kannst, dann bist du herzlich noch eingeladen, in den Trainingskurs zu kommen. Wie gesagt, heute ist da ja Anmeldeschluss für. Da berechnen wir die maximale Herzfrequenz. Wir berechnen die ganzen Trainingszonen, in denen du dich bewegen kannst. Aber für dich, wenn du schon damit gearbeitet hast, das wäre das Ziel für den Start. Wenn dein Pferd symptomfrei ist und es geht ihm gut, kannst du in diesem Bereich arbeiten. Das heißt, die zweite Aufgabe, nachdem du jetzt die Ruhefrequenz von deinem Pferd kennst, wäre es jetzt mal die Frequenz und auch die Pulsfrequenz im Schritt, im Trab und im Galopp zu messen. Und dafür brauchst du auch nicht irgendwelche fancy digitalen Tools. Im Kurs zeige ich das auch, wie das mit der Hand geht, mit dem Stethoskop geht. Ja, du kannst absteigen und messen. Also das ist alles möglich. Ja, also ich mache das im Kurs auch nicht für Leistungssportler, sondern es geht hier um den aktiven Freizeitspartner an deiner Seite, den Rentner, ja, dein Ausreitpferd. Also es geht wirklich hier um deinen aktiven Partner an deiner Seite. Und das kannst du alles lernen. Das ist kein Hexenwerk. Ja, aber für dich, wenn du heute Abend hier rausgehst, versuch doch mal zu starten, Ruhefrequenz, und dann gehst du einen Schritt weiter und machst das im Schritt. Und zählst da die Atemfrequenz einfach einmal wirklich aus pro Minute und schaust, bin ich über 30 oder liege ich noch darunter? Und wie verändert sich das auch im Verlauf, wenn ich das Pferd belaste, mal bergauf gehe, mal runtergehe? Ja, beobachte dein Pferd und nimm messbare Werte, damit du dir sicher bist, was du gerade tust. Ja? Kommen wir jetzt einmal zu den Übungen, die ihr machen könnt, wenn dein Pferd starke Atemnot hat. Wie gesagt, es steht außer Frage, dass der Tierarzt dann kommen sollte, du eine Behandlung einleiten solltest, aber dein Pferd soll natürlich jetzt nicht rumstehen und alles soll noch schlechter werden. Dann kannst du Übungen im Stehen machen. Zum Beispiel Massage. Wir nehmen mal die Streichungen raus. Ja, du könntest einfach die Zwischenrippenmuskulatur ausstreichen mit deinen Fingern. Auch das kein Hexenwerk und absolut als Pferdebesitzer zu erlernen, weil genau diese Muskulatur für Pferde mit Atemnot oder auch erhöhter Atemfrequenz, die verspannen sich. Das ist sehr unangenehm fürs Pferd. Auch noch mal den Brustkorb richtig zu öffnen, ist fürs Pferd sehr angenehm, wenn du hier Streichungen der Zwischenrippenmuskulatur machst. Mobilisation, auch hier einfach die Gelenke einmal passiv durchbewegen, wenn dein Pferd wenig Bewegung sonst am Tag haben kann, weil es, wie gesagt, nicht durch die Atemnot jetzt traben oder galoppieren kann. Dann kannst du passiv im Stehen Mobilisationsübungen machen.
lass dir die gerne von deinem Physiotherapeuten zeigen. Ganz einfach, eine Übung, die du sofort mitnehmen kannst, ist Hufe heben, wie als würdest du sie auskratzen und dann alle Gelenke einfach einzeln durchbewegen. Ja, das wäre schon mal die Ausstreichung und die passive Mobilisation wäre immer möglich. Dann gibt es natürlich jede Menge Tools auf dem Markt. Auch die, schau mal, was man im Stehen alles benutzen kann. Ja, also da gibt es wirklich einiges. Ja, von der Magnetfelddecke über die instabilen Untergründe mit Balancepads. Ihr könnt Massagegeräte benutzen. Vielleicht reicht es auch schon, dein Pferd ausgiebig zu putzen. Aber das sind alles schon Trainingstools, die du benutzen kannst, damit dein Pferd in Bewegung kommt, auch wenn es jetzt nicht die höheren Gangarten machen kann, weil die Atemfrequenz zu hoch ist. Ja, schau dir das gerne an. Wenn du an diesen Tagen meinst, jetzt kann ich mein Pferd nicht belasten, heißt es nicht, Pferd nur angucken und wieder wegstellen. Mach aktiv was mit dem Pferd im Sinne von Mobilisation. So, Trainingsmöglichkeiten, ja, auch wenn es jetzt, das heißt, wir gehen jetzt in die andere Gruppe, die Frequenz ist unter 30, ja, dann kannst du Lungensport mit deinem Pferd machen, wieder individuell angepasst. Und da gibt es die großen Blöcke, Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Die würde ich in den Trainingsplan mit einarbeiten und wir beginnen immer mit der Ausdauer, ja, niemals mit dem Krafttraining. Hat noch viele andere Gründe, auch das erkläre ich im Trainingskurs, das würde hier aber auch viel zu weit gehen. Ausdauer für den lungenkranken Patienten, Intervalltraining im Sinne von, wir bummeln 5 Minuten im Schritt, dann marschieren wir 5 Minuten im Schritt. Du beobachtest dabei immer die Atemfrequenz und auch sehr gerne die Herzfrequenz, ja, und kannst dann entscheiden, dann nach 5 Minuten wieder bummeln, dann wieder 5 Minuten marschieren. Ja, damit fährst du immer wieder den Kreislauf hoch und runter, belüftest die Lunge wieder mehr oder weniger. Ja, und wenn du die messbaren Werte im Auge hast, dann ist das auch absolut möglich und du verhinderst dein Pferd zu unterfordern, aber auch zu überfordern. Ja, also versuch das wirklich, wie wir es am Anfang gesagt haben, im Schritt auch dann zu messen und später vielleicht sogar dann im Trab. Wenn dein Pferd dann mehr ins Training kommt, achte darauf, dass die Atemfrequenz erstmal unter 60 bleibt. Ja, das wäre ganz wichtig. Dann starte damit, wenn du auch mal getrabt bist oder sogar schon wieder galoppiert bist, nach der höchsten Gangart anzuhalten und dann die Werte nehmen und dann nochmal die Werte nach einer Minute nehmen und schau mal, wie die Regenerationszeit sich über die Zeit verändert. Oder auch wechselt mit dem Wetter, mit der Luftfeuchtigkeit und schreibe das auf. Kriege mal ein Gefühl dafür, wie lang die Regenerationszeit ist im Verhältnis zu dem, was du davor gemacht hast. Es bringt nichts zu sagen, mein Pferd hat eine Regenerationszeit von 1 Minute. Wenn ich nicht weiß, was du davor gemacht hast, kann mit diesem Wert nichts angefangen werden. Also das musst du individuell für dein Pferd bestimmen können. Dann kannst du deinen Trainingsplan darauf ausrichten und deinen Lungensport so gestalten, dass du es weder über- noch unterforderst. Noch 2 Werte will ich dir mitgeben heute. Und zwar ist die Atemfrequenz gleich der Pulsfrequenz oder ist die Atemfrequenz höher als die Pulsfrequenz, musst du sofort dein Training unterbrechen. Dann ist es zu viel für deinen Lungenpatient, ja? Und dann heißt es Stopp. Das ist eine ganz leichte Faustformel, die du dir auf jeden Fall merken kannst heute Abend, ist die Atmung, also A gleich P, also der Puls, ne, oder der Atem, der Herzfrequenz, oder ist die Atmung sogar höher als der Puls? Dann musst du stoppen. Dann bist du in der Überforderung, dann musst du stoppen, dein Pferd muss sich von der Atemfrequenz erst wieder beruhigen, bevor du dann wieder weitermachen kannst oder das Training wirklich komplett beendest. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig wäre das für mich hier. Ja, also da, das setzt natürlich voraus, dass du Atemfrequenz und Pulsfrequenz kennst von deinem Pferd oder zumindest auch findest und bestimmen kannst. Aber auch das
frag da gerne die anderen Trainingskursteilnehmer. Ich habe gesehen, es sind ein paar dabei. Das ist alles machbar. Das kann man alles lernen. Wichtig ist, wenn dein Pferd eine hochgradige Lungenveränderung hat, also hochgradig Atemnot, dann haben wir keine Korrelation mehr mit der Pulsfrequenz im Training. Ja? Dann musst du dich ausschließlich auf die Atemfrequenz verlassen. Dann ist die Pulsmessung nicht geeignet für dich. Ja? Aber für die geringgradig oder mittelgradige Veränderungen sind, da kannst du die Pulsmessung hervorragend nutzen, um dein Training zu kontrollieren. Ja? Bin ich in der Überforderung oder bin ich in der Unterforderung und ist deswegen die Lunge zu wenig belüftet oder zu viel belüftet? Ja, also das kannst du super nutzen. Es sei denn, wie gesagt, Ausnahme sind die Pferde, die über 30 in der Ruhefrequenz sind oder im Status Asthmaticus, die wir jetzt die Übungen vorgestellt haben, die du im Stehen machen kannst oder diese Schritt-Intervallwechsel gehen, bis die Atemfrequenz etwas höher geht, anhalten, wieder runtersenken, wieder an Schritt gehen. Ja? Dann für diese hochgradigen Veränderungen ist die Pulsmessung nicht mehr aussagekräftig. Für alle anderen kannst du die wirklich hervorragend nutzen. Und für heute Abend merkst du dir erstmal die Ruhe-Atemfrequenz selber bestimmen. Dann beginnst du Puls und Atmung im Schritt, Trab und Galopp zu messen und regelmäßig aufzuschreiben. Und deine absolute rote Warnleuchte, wo es heißt, stopp, nicht weiter, ist, wenn die Atemfrequenz gleich der Pulsfrequenz ist oder wenn die Atemfrequenz über der Pulsfrequenz sogar drin ist. Okay, dann würde ich sagen, habe ich schon wieder eine halbe Stunde geredet. Es gibt natürlich noch sehr, sehr, sehr viele weitere Varianten, wie man die Lunge unterstützen kann. Für mich ist aber das Training und die Haltungsoptimierung Punkt Nummer 1. Alles andere sind Add-on, die wichtig sind und auch tolle Fortschritte für dein Pferd bringen können. Aber bring das Training in Ordnung, mach dir einen Trainingsplan. Wie gesagt, du kannst gerne noch mit in den Kurs reinkommen. Wir können da auch speziell auf Lungenpferde noch eingehen. Aber nimm das an, auch wenn es jetzt nicht mit mir ist, sondern geh den Weg und setz dich da tief mit dem Training auseinander. Das ist eine riesen Stellschraube. Ja, und damit würde ich sagen, gebe ich jetzt weiter an die liebe Lea. Und ist nämlich auch eins meiner großen Tools draußen in der Praxis, Inhalation mit Zusätzen, kann ich wirklich nur empfehlen. Und deswegen würde ich jetzt mein Wort an die Lea weitergeben, die euch ein paar Unterstützungstipps und Tricks gibt für lungenkranke Pferde. Und in der Zeit gehe ich durch den Chat schon mal durch. Ich habe gesehen, ihr habt ganz viele Fragen gehabt und werde die beantworten, während die Lea ihren Teil erzählt. So, ich würde erstmal meine Präsentation stoppen und würde Leas Kleine würde ich aufmachen. Oder wollen wir erst, das können wir parallel machen. Teil 1, genau. Und dann würde ich auch gleich die erste Umfrage starten, während du dich schon mal einsprichst. Gerne, gerne. Ich will nämlich auch ganz gern mehr über euch erfahren. Und deshalb haben wir ein paar Fragen vorbereitet, aber die schickt Veronika euch jetzt. Genau. Die erste war, hast du vor der Anmeldung schon mal von B-Top Equi gehört? Ich sag mal, das beantworten die Leute jetzt und so kannst du dich vielleicht schon mal vorstellen. Perfekt. Veronika hat gerade ganz viel schon zum Training erzählt und ich würde euch jetzt ein bisschen mehr zur Trainingsunterstützung erzählen, wie Veronika schon gesagt hat, aus Haltungsoptimierung und anderen Alternativen besteht. Aber Haltungsoptimierung ist eben eine ganz große Sache. Bevor ich da aber mit loslege, wollte ich mich einmal vorstellen und die B-Top Equi. Und die B-Top Equi ist eine Firma, die Pferdepflegeprodukte für Haut, Augen und Atemwege herstellt, die auf der Kraft von natürlichen Schutzstoffen basieren. Und ich denke, die meisten, die uns kennen, kennen uns wahrscheinlich tatsächlich vom Lungenprodukt. Und ich bin Lea Hüser. Ich habe den Online-Shop für B-Top Equi mit aufgebaut und vorher Pferd und Management studiert und bin jetzt auch eben in der Kundenberatung zum Thema Atemwegserkrankungen und Bimedectin tätig. Aber das Thema ist auch einfach generell eine Herzensangelegenheit für mich, weil mein Pony Mo
auch equines Asthma hat. Ich bin also Leidensgenossin. Genau. Ich kann ja mal teilen. Wir haben 50-50. Na okay, das ist ja nicht schlecht. 50 haben schon was von B-Top Equi gehört und 50 haben noch nichts von B-Top gehört. Dann würde ich sagen, ich schließe das einmal. Und wir haben noch eine weiter. Und zwar, besitzt du einen Inhalator? Oder benutzt du oder besitzt du? Was möchtest du genau wissen? Ob ihr Zugriff auf einen Inhalator habt. Gut, das ist vielleicht noch besser, genau. Ob ihr Zugriff auf einen Inhalator hat. Genau. Dauert auch eben 3 Minuten, denke ich. Ja, kein Problem. Ja, wir sind so bei 80-20. Oh, das ist ja schon echt gut, ne? Ja, das ist wirklich schon gut. Ja. Also ich nutze den auch ganz viel in der Praxis. Ich bin da ein großer Fan von. Ja, hält sich tapfer. 75, 25. Okay, spannend. Das sind super. Wirklich schon viele. Ja, sehr cool. Viele. Das ist richtig cool. Und eine haben wir noch. Und zwar, ach ja, jetzt haben so viele einen Inhalator. Von welcher Marke? Genau, das würde uns auch nochmal interessieren. Mal gucken, da haben wir einige aufgeschrieben, so die gängigsten, die wir so... Genau, dann könnt ihr schneller klicken. Genau. Ja. Da muss auch keiner schreiben. Ja, macht euch auch keine Sorgen wegen den Fragen. Meine Kollegin Friederike schreibt fleißig mit. Also ja, auch wenn ihr mal... So viele, aber wir versuchen gleich schon mal ein paar schriftlich zu beantworten. Und ansonsten müssen wir das im Nachgang noch machen. Ja, also da haben wir so 50% FlexiNap, haben wir ehrlich gesagt auch in der Praxis. Mhm. Dann haben wir so 16% Airborne, den haben wir auch in der Praxis. 13% Hartwig, 4 Pegasold und 11 sind nochmal Nebotec. Und andere 7%. Okay, ja, mega interessant. Aber echt richtig cool, dass so viele von euch schon einen Inhalator haben. Und da schon fleißig dabei sind. So. Umfragen geschlossen. Umfragen geschlossen. Ich würde, bevor wir auf die Inhalation eingehen, eben auch nochmal auf die Haltungsoptimierung eingehen, weil uns das einfach so wichtig ist und die Basis quasi. Zur Haltungsoptimierung. Eigentlich gibt es für lungenkranke Pferde hauptsächlich 3 Schlüsselfaktoren. Einmal, dass sie ausreichend freie Bewegung und Training bekommen, dann, dass die Heuqualität oder auch Heulagequalität stimmt und dass Staub und Allergene, auf die das Pferd reagiert, vermieden oder vermindert werden. Das klingt jetzt erstmal einfach, wir wissen aber aus der Praxis, dass das oft gar nicht so leicht umzusetzen ist. Und deshalb haben wir euch ein paar Tipps und Tricks mitgebracht, die ihr vielleicht zu Hause noch umsetzen könnt. Wenn ihr noch andere Tipps und Tricks habt, dann könnt ihr uns die natürlich auch gerne schreiben oder die in den Chat schreiben, da profitieren wir alle von. Wir haben die Tipps und Tricks auch im Handout hinterlegt, was ihr später kriegen könnt. Das heißt, ihr müsst jetzt hier nicht fleißig screenshotten, sondern ihr könnt das auch später nochmal in Ruhe nachlesen oder in der Aufzeichnung. Dann kann man ja leider über die Haltung nicht immer alle Faktoren minimieren oder ausschließen, auf die das Pferd reagiert. Wir können ja schlecht dem Allergikerpferd sagen, ja, jetzt musst du leider ein paar Tage im Keller verbringen, weil es sind Pollen in der Luft. Und deshalb brauchen wir eben Unterstützung. Da gibt es einmal die Inhalation, wo ja viele von euch schon ganz fleißig dabei sind, sowohl mit dem Maskeninhalator als auch über die Sohlekammer oder den Sohleanhänger. Dann noch andere Alternativen, die Veronika auch gerade schon angesprochen hat, wie zum Beispiel die Fingerstreichung in Fellrichtung oder Akupunktur oder Magnetfeldtherapie und auch Unterstützung über die Nahrung, also Hustenkräuter, Futterzusätze und so weiter. Und es werden auch immer wieder ätherische Öle eingesetzt. Davon raten wir aber ab, weil es hier zu allergischen Reaktionen kommen kann und oftmals kommt und die dann einfach den medizinischen Nutzen überwiegen. Genau, zur Inhalation. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man jetzt eigentlich inhalieren kann.
Das bekannteste ist mit Sicherheit die Kochsalzlösung, also eine 0,9%ige NaCl, die befeuchtend und pflegend wirkt. Ich habe hier das Konzentrationsverhältnis Isoton und Hyperton immer dazu geschrieben. Ich erkläre das gleich, was genau das heißt. Vielleicht wissen einige von euch das auch schon, aber da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Die Kochsalzlösung kann dauerhaft verwendet werden, im Gegensatz zur Sole-Lösung. Eine Sole ist, sobald es über 1,4% sind. Wir reden hier immer von der Maskeninhalation. Und da sollte sie nur kurweise eingesetzt werden. Sie hat aber einen schleimlösenden Effekt. Dann gibt es noch unser Bimet Ectuin, was ja einige von euch auch schon kennen. Das ist ein Stressschutzmolekül, was die Lunge und die Schleimhäute vor äußeren Stressoren, wie zum Beispiel Pollen, Allergene und so weiter, schützt. Dadurch wirkt es befeuchtend, pflegend und kann eben auch den Schleim lösen, da es sowohl Isoton als auch Hyperton eingesetzt werden kann. Außerdem gibt es noch verschiedenste Medikamente wie Bronchienerweiterer, Cortison und so weiter. Cortison zum Beispiel wirkt abschwellend und entzündungshemmend, aber diese sollten eh immer nur nach Absprache mit dem Tierarzt eingesetzt werden. Aber es kann in vielen Fällen auch sinnvoll sein, die inhalativ zu verabreichen, anstatt über das Futter, weil sie dann einfach direkt dahin kommen, wo sie hin sollen. Dann werden auch immer wieder ätherische Öle eingesetzt, wovon wir auch bei der Inhalation aufgrund der allergischen Reaktion dringend abraten. Genau. Dann gab es diese schwierigen Wörter Isoton, Hypoton und Hyperton. Isoton kennt man vielleicht noch von den isotonischen Sportgetränken. Ich habe euch für die anderen beiden mal Eselsbrücken mitgebracht. Wenn ihr da andere Sachen habt, wie ihr euch das merkt, könnt ihr die natürlich auch gern teilen. Hypoton kann man sich ganz gut mit dem Hippo merken, was eben auch sehr groß und aufgebläht ist. Und Hyperton vielleicht mit jemandem Hyperaktiven. So, als Basis für Isoton, Hypoton und Hyperton muss man wissen, dass die Zellmembran semipermeabel ist. Das heißt, es können nicht alle Teilchen durch die Zellmembran hindurch. Dazu habe ich auch ein kleines Video für euch mitgebracht. Genau, hier seht ihr die Zellmembran und das NaCl-Molekül zum Beispiel ist zu groß, um dort hindurch zu gelangen. Das Wassermolekül hingegen kann ganz einfach hindurchflutschen. So, wenn wir jetzt, dieser kleine gelbe Kreis ist die Zelle und außerhalb der Zelle sind ganz viele große NaCl-Moleküle und die können nicht rein. Die Zelle will das aber gern ausgleichen, das Verhältnis, und deshalb müssen die kleinen Wassermoleküle aus der Zelle rauswandern, um das Verhältnis auszugleichen. Wir haben also ein hypertones Verhältnis, dann das hypotone Verhältnis, wo mehr Salzmoleküle innerhalb der Zelle sind als außerhalb der Zelle, und das isotone Mischungsverhältnis. Beim hypertonen Mischungsverhältnis wandern, wie schon erwähnt, die Wassermoleküle aus der Zelle raus, und dadurch wird der Zelle Feuchtigkeit entzogen. Dann passiert Folgendes, die Zelle schrumpft zusammen. Und ihr kennt das vielleicht von Essiggurken, da haben wir genau den gleichen Effekt und deshalb werden die Essiggurken auch so klein und schrumpelig. Beim Hypoton-Mischungsverhältnis, oh, jetzt ist es weg. Wolltest du das Video haben? Ja, das ist das richtige Video. So, es kommt, genau. Beim Hypoton-Mischungsverhältnis haben wir mehr Wassermoleküle außerhalb der Zelle, mehr Salzmoleküle innerhalb der Zelle und deshalb wandern die Wassermoleküle in die Zelle hinein. Dadurch, wie ihr seht, wächst die Zelle und kann im schlimmsten Fall sogar platzen. Und das ist auch der Grund, warum ihr niemals mit destilliertem Wasser inhalieren solltet. Bei einem Isoton-Mischungsverhältnis ist das Verhältnis ausgeglichen und deshalb können die Wassermoleküle rein und rauswandern, aber die Zelle ist an sich glücklich.
Genau. So, zurück zur Präsentation. Slides. Genau. Mit Actuin haben wir jetzt beide Möglichkeiten. Das heißt, wir können sowohl Isoton als auch Hyperton inhalieren. Isoton setzen wir dann ein zur Schleimhautberuhigung. Das heißt, die Schleimhäute werden befeuchtet, können sich entspannen, zur Prävention und Regeneration. Und wir können es dauerhaft einsetzen, genau wie ein 0,9-prozentiger NaCl. Bei einem Hyperton-Mischungsverhältnis wird den Schleimhäuten Feuchtigkeit entzogen, aber die Feuchtigkeit wird eben auch aus diesen unteren Gewebeschichten mobilisiert und kann deshalb den Schleim viel besser abtransportieren. Das Actuin wirkt aber gleichzeitig noch befeuchtend. Wir kriegen hier auch ganz oft Fragen, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Sole und Bimetectuin ist, wenn wir doch beides im Hyperton-Mischungsverhältnis verwenden können. Die Sole wirkt schleimlösend, aber das Actuin kann darüber hinaus eben auch noch befeuchtend, regenerierend und stabilisierend wirken. Und das liegt an dem natürlichen Wirkmechanismus von Actuin. Auf dem Bild hier seht ihr die Zellmembran und darüber kleine Wassermoleküle. So. Und diese Wassermoleküle schweben da jetzt rum, bis ein Actuin-Molekül kommt und die Wassermoleküle anzieht. Zusammen mit den Wassermolekülen kuschelt es sich dann an die Zellmembran und dadurch wird diese befeuchtet. Wie ihr seht, legen sich die Wassermoleküle auch zwischen die Kopfgruppen und dadurch wird die Zellmembran stabilisiert und hat eine bessere Widerstandskraft. Wenn jetzt noch andere Actuin-Moleküle kommt, dann entsteht dieser Schutz, von dem wir immer sprechen, wenn wir sagen, Actuin ist ein Stressschutzmolekül. So, Teil 3. So, und hier seht ihr jetzt, was ohne Actuin passiert. Und was mit Actuin passiert? Ohne Actuin kann der Stress ungehindert in die Zellmembran eindringen und eine Entzündungsreaktion wird vom Körper ausgelöst. Und wenn das Actuin da ist, kommt es eben gar nicht erst zu dieser Entzündungsreaktion, sondern die Zelle wird von vornherein geschützt. Also nochmal zusammengefasst, Actuin schützt die Zellen und es sorgt für eine zusätzliche Befeuchtung, wodurch Schleim besser abtransportiert werden kann. Und darüber hinaus stabilisiert es die Zelle, wodurch sich die Widerstandskraft besser aufbauen kann. So, und ganz zum Schluss haben wir euch noch ein paar Tipps und Tricks zum Inhalieren mitgebracht. Wenn ihr da noch andere Tipps und Tricks habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben und auch diese findet ihr wieder im Handout. So, und jetzt kommt endlich zu der Fragerunde. Ich sehe schon, ihr habt ja auch ganz viele Fragen hier schon geschrieben. Da freuen wir uns natürlich drauf, die zu beantworten. Genau. Und für euch als Teilnehmer des Webinars gibt es auch noch eine extra Aktion in unserem Shop. Das kann Veronika euch bestimmt auch gleich nochmal einblenden. Und über den Link kommt ihr dann zu einem Glücksrad, wo ihr bis zu 25% gewinnen könnt. Genau. So, dann zu den vielen Fragen. Ich glaube nicht, dass wir die alle schaffen. Ich glaube auch nicht. Aber ja, ich habe ein paar versucht zu antworten, aber es ist unfassbar schwer, weil es halt so viele Menschen Und so sind. spezifisch nicht, Ja. ja. Okay. Aber wir können ja mal starten. Du kannst ja mal reingucken, ob du welche findest, die du auf Anhieb. So, sollen wir einfach mal mit den Trainingsfragen starten? Da hat meine Kollegin schon ganz Mach fleißig mal. mitgeschrieben. Gelten die Werte für die Atemfrequenz auch für Ponys? Ja, das macht keinen Unterschied. Also die Kleinen haben immer etwas höhere Werte als die Großen, aber vom Prinzip gelten die auch für Ponys, ja. Ja, da waren auch ganz viele Fragen zu verschiedensten Rassen, aber ich glaube, da müsst ihr auch am besten einfach bei eurem Pferd selber messen. Ja, genau. Also ich würde immer zu jedem Pferd individuell messen, 5 Tage hintereinander oder 7 und dann den Durchschnittswert nehmen und dann guckt man so, 2 Schläge nach oben oder unten ist natürlich unbedenklich oder 4, aber wenn es mehr wird, dann ist es auffällig.
Aber diese rassenspezifische Sachen gibt es nur beim Isländer wissenschaftlich nachgewiesen. Für alle anderen gelten die 8 bis 16 Artenfrequenz pro Minute. Ja. In Ruhe. Dann wieder zu den Isländern, gibt es starke Unterschiede zwischen Trapp und Tölt wegen der Belüftung bei den Zahlen. Ich kenne jetzt keine Studie, die das im Tölt gemessen hat, wenn ich mir ehrlich bin. Aber man muss natürlich bedenken, dass der Tölt keine Schwebephase in dem Sinne wie der Trapp hat. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es mehr ist als im Trapp, sondern eher weniger. Ja. Aber da gibt es, also da sind mir zumindest keine Studien bekannt, die das beschrieben haben. Dann gibt es noch ganz viele Fragen dazu, wie ich denn den Puls messe, wenn ich auf dem Pferd sitze, wenn ich am Trainieren bin und so weiter. Also das Einfachste ist, wenn du kein digitales Messgerät hast, springst du ab und nimmst entweder am Unterkiefer oder hast ein Stethoskop und hältst es wo der Sattelgurt an der linken Seite ist. Ja, also wie man den genau misst, das zeige ich in den verschiedenen Videos, in den ganzen Kursen. Da könnt ihr gerne dabei sein. Aber dann müsst ihr abspringen. Ne? Oder ihr habt eine Hilfsperson. Auch da habe ich einige Teilnehmer, die das machen. Die stehen am Rand und dann reitet man vorbei, hält an und dann steht da einer mit der Uhr und zählt die Frequenz und nimmt den Puls und dann kann man weiterreiten. Sind die zwei Möglichkeiten, Hilfsperson oder selber abspringen. Oder man hat ein digitales Messgerät. Da gibt es die Polaruhr, da gibt es Equisense. Also da gibt es sehr, sehr viele Systeme auf dem Markt, die sich auch mit Humanuhren koppeln lassen. Und wenn man bei eBay reinguckt, dann kann man da auch wirklich die Modelle relativ günstig bekommen. Also man kann die auch neu kaufen, dann liegen die so um die 400, 500 Euro. Und dann gibt es bei Facebook eine Gruppe, ich glaube, die heißt Pulsmessung im Training beim Pferd. Da kann man sich auch mal einloggen und da teilen ganz viele Teilnehmer die Erfahrung mit ihren verschiedenen Pulsmessgeräten. Wie gesagt, wenn man so ein krankes Pferd hat und da unsicher ist, finde ich auch, dass diese Investition absolut lohnenswert ist, weil man da das Training einfach unfassbar gut überwachen kann. Aber das wären die drei Möglichkeiten: Hilfsperson, Abspringen oder digitales Messgerät. Oder du läufst halt selber nebenher, weil du dein Pferd führst und joggst. Sehr schön. Dann hatten wir auch einige Fragen zum Actin. Einmal, ob es wieder lieferbar ist. Ja, wir sind schon seit einem Monat wieder lieferbar. das Glücksrad kümmern wir uns drum. Ich habe gelesen, dass es da wohl Probleme gibt. Aber da ist meine Kollegin dran. Dann hatten wir noch... Ich glaube, eine Frage habe ich gesehen, dass beim Hartweg destilliertes Wasser reinkommt bei dem Inhalator. Es kann gut sein, dass destilliertes Wasser zum Reinigen von den Inhalatoren und auch gerade wenn da eine Meshmembran drin ist, verwendet wird. Aber es wird nicht damit inhaliert. Und dann gab es noch eine Frage, ob man das Actuin denn zu gering dosieren kann und dann in den Hypotonbereich kommt. Das Actuin wird immer mit einer 0,9%igen NaCl gemischt, die auch isoton ist. Das heißt, man kann dann in den Hypertonbereich kommen, wenn das Konzentrationsverhältnis sich ändert, aber ihr kommt nicht in den Hypotonbereich, wenn das Actuin zu gering dosiert ist. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Actuin einsetzt, nicht Hypoton inhalieren. Da müsst ihr keine Angst vor haben. Das ist hoch genug konzentriert. Jetzt haben noch mal welche geschrieben. Beim Hartwig, das destillierte Wasser ist die Kontaktflüssigkeit. Ihr habt ja, dann genau, einen Ultraschallvernebler. Genau, aber das wird nicht inhaliert. Die Kontaktflüssigkeit sollte nicht in den Inhalierbecher kommen. Wie lang? Ja, dann haben noch zwei geschrieben, dass die Moleküle jetzt nicht ganz chemisch korrekt sind, ihr Lieben. Es ist ja nur eine Zeichnung, damit es leichter zu verstehen ist. Es ist natürlich klar, dass unsere Abbildung keine chemische Studienprüfung überstehen würde. Das ist uns klar, aber es sollte zum Verständnis sein. Von daher danke auf jeden Fall für den Hinweis, dass das alle wissen.
Aber das ist wirklich nur zum Verständnis gedacht und natürlich plakativ runtergebrochen zum Verstehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn jetzt hier Chemiker dabei sind. Wenn andere Leute uns Animationen basteln wollen, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Genau, wir sind sehr offen. Wir sind da offen. Chemische. Dann haben wir noch, gibt es laut atmende Typen, die trotzdem gesund sind? Natürlich die Frage, was laut atmend heißt. Ne? Wie ist denn die Atemfrequenz und hast du ein Atemgeräusch? Das wäre so das, was man eruieren müsste. Man muss bedenken, immer wenn ich ein lauteres Atemgeräusch habe, als es eigentlich sein sollte, ist wahrscheinlich im Verlauf der Atemwege irgendwo eine Einengung, eine Einschränkung, irgendwas, was ja zu diesem Geräusch führt. Und wenn wir jetzt mal an den Kehldeckel denken oder Kehlkopfpfeifer, auch da ist ja der Kehldeckel nicht mehr so offen, sondern zur Hälfte geschlossen. Und wenn man jetzt in die Physik reingeht, wenn wir von der Physik kommen, dann ist natürlich immer, wenn ich weniger Umfang habe, um Luft durchzukriegen, also es wird kleiner, dann macht es ein Geräusch. Und durch die verminderte Luftzufuhr habe ich auch wieder weniger Sauerstoff in der Lunge. Also es kann schon sein, dass das Pferd aufgrund dieser Geräusche eine Einschränkung in der Sauerstoffversorgung hat. Und dann ist es zwar vielleicht gesund im Sinne von keine chronische Lungenerkrankung, aber dann hat es trotzdem oder ist es möglich, dass die Lungenversorgung mit Sauerstoff schlechter ist. Das kann man über eine Lungenfunktionstestung prüfen. Da würde Blut, arterielles Blut genommen werden und dann kann man den Sauerstoffgehalt im Blut bestimmen und dadurch die Lungenfunktion herausfinden. Das muss aber in der Klinik gemacht werden, weil diese Gasanalyse direkt ins System muss und da kann man das Blut nicht wegschicken. Aber wenn man sich da unsicher ist, weil das Atemgeräusch lauter ist, als man das eigentlich so erwartet, dann kann man diese Lungenfunktionsprüfung machen in der Klinik und kann sich dann sicher sein, ja oder nein. Und auch hier, man kann definitiv den Puls messen, weil wenn das Pferd also weniger Sauerstoff bekommt, wie bei uns, wenn wir uns anstrengen, geht Puls und Atemfrequenz nach oben. Das heißt, dann weiß man natürlich auch über die Zeit, ob das Pferd jetzt überbelastet ist, wenn die Geräusche lauter werden. Dann hatten wir noch einige Fragen dazu, wie viel sollte man denn inhalieren, damit es wirksam ist und welcher Inhalator ist der beste? Es ist am Ende egal, wie viel man inhaliert, es kommt darauf an, wie viel ankommt. Das heißt, es kommt auf die Tröpfchengröße des Inhalators an und auch wie viel Totraum da ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ganz, ganz lange Schläuche habe, gehen die Tröpfchen natürlich zusammen und werden wieder größer und dann kommen sie nicht so tief in die Lunge. Ihr seid mit einem Pferdeinhalator schon sehr gut beraten. Die Cavallo hatte letztens auch einen Vergleich zwischen den verschiedenen Inhalatoren rausgebracht, wo die das ganz gut aufgeschlüsselt hatten. Bei Eigenbauten funktioniert das meistens nicht so gut. Genau. Dann. Wenn Zeitmangel herrscht, eher bewegen oder inhalieren? Das kommt auf die Atemfrequenz deines Pferdes an, würde ich jetzt mal sagen. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich würde bewegen wählen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil inhalieren macht ja nur die Lunge besser. Bewegung macht alles besser. Ja, also Bewegung gibt einen nervalen Impuls an die ganzen inneren Organe, an die Muskulatur, an die Sehnen, an die Knochen. Also ich hatte ja schon gesagt, wir haben heute nur Auswirkungen von Bewegungsmangel in Hinsicht von Atemwegserkrankungen besprochen. Aber wenn dein Pferd sich zu wenig bewegt, geht der Stoffwechsel flöten, die Hufe werden schlechter, die Sehnen, Bänder und Gelenke leiden immens drunter und mental. Also da sind so viele Faktoren dran. Von daher, mein Credo ist ja immer, jede bewegte Minute in einem Pferdeleben ist eine gute Minute. Von daher würde ich persönlich zur Bewegung gehen. Also man kann das Ganze ja auch manchmal kombinieren. Es kommt halt darauf an, wie fit das Pferd ist.
ihr müsst nicht im Galopp inhalieren, gerade wenn ihr ein atemwegserkranktes Pferd habt, stelle ich mir das sehr, sehr anstrengend vor, dann noch mit Inhalator zu galoppieren. Aber wenn es ihm eh nicht so gut geht und der eh nur Schritt gehen kann und das eure Bewegung ist, dann könnt ihr dabei auch prima inhalieren. Oder ihr füllt einfach nur die Hälfte ins Inhalationsgerät, dann braucht das kürzer und dann schafft ihr vielleicht noch das Bewegen. Oder in Kombination, da hast du absolut recht, das ist natürlich noch schöner. Da habe ich auch viele, die Schritt gehen mit Inhalator, dann ab und dann noch bewegen. Absolut. Mhm. Daniela schreibt noch, wo bekommt sie die Handouts? Ich hatte die beide geteilt, ich kann aber nochmal teilen. Weiß nicht, welche euch jetzt noch gefehlt haben. Ich teile nochmal eben an meine einmal und dann gleich nochmal eure. Gut, das mit dem Glücksrad, das... Ja, zum Glücksrad, meine Kollegin hat einen Code für euch eingerichtet. Ihr kriegt alle 15% Rabatt. Ich fürchte, das Glücksrad wurde überlastet. Und zwar mit dem Code Webinar15. Ich schicke es jetzt auch nochmal. Die ganze Datei nochmal zum Download schicken. Warte, dann mache ich nochmal. Welche hatte ich denn jetzt geöffnet? Ach ja, das war die erste, ne? Dann ist das noch richtig, weil dann hat der Isabel noch gefragt. Dann habe ich jetzt auch einige Fragen dazu gesehen, ob erst bewegen, dann inhalieren, bewegen, inhalieren. In welcher Reihenfolge soll man es am besten machen? Wir empfehlen meistens zuerst zu inhalieren und dann zu bewegen, weil die Lunge dann einfach schon befeuchtet ist und wenn sie dann ein bisschen besser durchblutet wird und so weiter, kann der Schleim einfach besser abtransportiert werden. Gerade wenn ihr Hyperton inhaliert, am besten Hyperton inhalieren und dann bewegen. Jo. So, ich glaube, wir haben 9 Uhr. Ich glaube, wir werden dieser Fragen nicht her. Ich hoffe, ihr habt alle was mitnehmen können heute Abend. Schreibt gerne nochmal euer Aha-Erlebnis rein für heute. Weiß nicht, hast du noch? Ja, ich habe. Genau, du hast noch. Habe ich. Was ihr heute Abend mitnehmt und was ihr morgen für euer Pferd umsetzt, was vielleicht neu für euch war, was ihr euch vielleicht in Erinnerung gerufen habt. Und wir sehen, hier ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Bedarf. Von daher würde ich sagen, wir wiederholen das einfach leer und gehen dann auch mal mit einem anderen Schwerpunkt rein. Finde ich super. Ne? Da, ich denke, man kann den Chat, glaube ich, speichern als Datei und dann können wir diese Fragen im Nachgang nochmal aufarbeiten und würden dann anhand der Fragen, die wir heute bekommen haben, es sind ja unfassbar viele gewesen, auch wirklich tolle Fragen, die es alle wert sind, beantwortet zu werden, würde ich sagen, dann arbeiten wir da mal nochmal einen neuen Schwerpunkt, Themenschwerpunkt raus und werden über den Winter einfach nochmal ein paar von diesen Themenabend zu lungenkranken Pferde anbieten. Sehr gerne. Ich denke, das ist eine gute Idee, oder? Ja, dann eben hatte noch jemand geschrieben, dass er das Handout von uns nicht sehen konnte, sondern ja, nur deins. Dann teile ich das auch nochmal. Fair, dann müsste jetzt das andere da sein. Sehr gut. Wenn ihr sonst noch Fragen habt oder das Handout nicht bekommen habt oder so, ihr könnt auch gern an die Animal Care Adresse schreiben, die hier auch drin steht. Sonja schreibt noch, ob Nasenausfluss immer ein Alarmzeichen ist. Das war jetzt auch ein paar Mal gefragt worden. Nein, muss nicht. Ja, ihr müsst auch bedenken, dass das Auge den Tränen-Nasenkanal in die Nüstern hat. Das heißt, es kann auch einfach nur Augenflüssigkeit sein, was da abläuft. Der Nasenausfluss muss nicht aus der Lunge kommen. Das heißt, Nasenausfluss per se ist nicht unbedingt ein Alarmzeichen. Die Kombination der Befunde ist dann das Alarmzeichen, ja. Also wenn er jetzt ein bisschen klarer oder weiß-schäumlicher Nasenausfluss ist, dann ist es völlig im Rahmen. Das ist keine rote Warnlampe. Ja, immer das Gesamtportfolio beachten. Ja. Ach, meine Kollegin hat mir noch geschrieben, ihr könnt natürlich auch gerne bei Social Media schreiben. Shame on me, nicht nur an die E-Mail. Genau, da kam noch eine Frage zu Pausentagen. Auch da gehen wir echt tief im Kurs drauf ein. Auch da könnt ihr gerne nochmal mit reinkommen. Da kauen wir das 5 Wochen durch. Sehr gerne. Genau. Also wir arbeiten die Fragen auf. Wir machen nochmal was, versprochen. Das ist ja so gut angekommen. Das freut uns wirklich sehr. Ja. Und dann gucken wir mal durch. Wir haben ja auch schon wir haben noch einen Vortrag ja gemacht für die Pferde-Online-Messe. Mhm.
Ne, da habe ich auch was über Pferde und Lungenerkrankungen bei Pferde gesprochen. Also da freut sich die Pferde-Online-Messe natürlich auch sehr, wenn ihr da vorbeischaut. Und wir freuen uns doppelt, wenn ihr dann unsere Vorträge anschaut. Da geht es deutlich mehr um Therapie und Diagnostik und nicht ganz so viel um Training. Okay. Sehr schön. Wir beenden das. Den nächsten Vortrag kündigen wir an. Gerade kam noch eine Frage nach dem Link. Den planen wir noch. Den gab es bis heute Abend noch nicht. Das haben wir uns gerade erst ausgedacht. Perfekt. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Lea, für deine Zeit. Vielen Dank an euch als Teilnehmer. Ja, wie gesagt, wer im Trainingskurs dabei ist, den darf ich ja weiter betreuen. Lea, dich sehe ich ja auch im Kurs. Richtig, richtig. Wir sehen uns quasi am Montag wieder. Und genau, dann würde ich sagen, telefonieren wir die Tage, Lea, und machen einen neuen Termin für all die Fragen, die heute gekommen sind und werden dann nochmal tiefer ins Thema einsteigen. Damit sehr schön. Einen wunderschönen Abend euch allen. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich kann schon nicht mehr reden. Und einen wunderschönen Abend euch allen. Macht's gut. Tschüss.